Gut. Gut. So. Weiter geht's. Bevor ich 20 Minuten rede, gebe ich die 20 Minuten lieber Gregory Grund. Komm zu uns. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke euch. Gregory Grund ist von den Digitalen Helden. Ja. Und bei denen habe ich etwas gelesen, das mich sehr zurückgelassen hat mit Fragezeichen. Ein Fünftel, und Gregory hat gesagt, das ist noch tief gestapelt. Ein Fünftel von Schülerinnen und Schülern da draußen hat schon mal erlebt, dass falsche oder beleidigende Inhalte über sich online, über Smartphone, wie auch immer, weiterverbreitet wurden. Und die digitalen Helden kämpfen dagegen an und wollen die Menschen mündig machen. Ihr bildet Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse aus, dass sie Mentorinnen und Mentoren für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. werden. Und Gregory selbst ist Erziehungswissenschaftler, hat an der Goethe-Uni, war Lehrbeauftragter und ist vor allem Gründer der digitalen Helden, dort für die didaktische Konzeption verantwortlich. Gregory, 20 Minuten dauert, ist die Uhr übrigens. Erzähl uns alles. Danke. Bühne gehört dir. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank für die Einladung und auch großen Respekt und Dankeschön an all die motivierten Menschen, die jetzt noch hier sind, um im Bild Schule zu bleiben. Wir haben es die 6. Stunde und es gab schon sehr viele gute Inhalte heute. Also auch ich habe viel zu verdauen und ich hoffe, ihr habt noch Zeit und Lust, ein bisschen was über die digitalen Helden zu hören. Ich bin etwas irritiert, warum dieses Video jetzt erscheint. Normalerweise sollte da nämlich noch jede Menge anderes sein. Aber okay, schauen wir uns erstmal ein Video an. Ah nein, nochmal nach vorne, alles klar. Gut, dann, wo ist eigentlich der Klicker? Mein Laserschwert, wo ist Luke Skywalker, wenn man ihn mal braucht? Ich übergebe dir diesen Klicker, mach keinen Sinn damit. Ich probiere so gut es geht. Also, herzlichen Dank. Wer ich bin, das wurde ja dankenswerterweise schon von den netten Kollegen übernommen. Ich bleibe ganz kurz mit einer Anekdote. Ich war 1996 das erste Mal bewusst im Internet und damals hatten wir das Gefühl von, das ist ein toller, magischer Ort, hier passieren viele Sachen und man ahnte höchstens, hier könnte es auch Probleme geben, hier könnten Menschen Stress erleiden. Heute ist das anders. Heute wissen wir das ganz genau. Es geht nicht nur um Beleidigungen. Es gibt viele andere Herausforderungen, die sich junge Menschen ganz alleine annehmen müssen. Und das ist etwas, was wir mit dem Projekt, mit der Initiative Digitale Helden ändern. Unsere Ausgangsfragen, die wir uns so Ende 2010 gestellt haben, waren nämlich: Wohin kann ich als junger Mensch mich wenden, wenn ich wirklich in meinem Klassenchat hart beleidigt, gemobbt, rausgeworfen, wie auch immer werde? Oder ein anderes Phänomen, was es auch an ja, sehr vielen, vielleicht sogar allen Schulen der Republik gibt, wohin wendet sich denn die 13-Jährige, die ihrem Schwarm ein erotisches Selbstbild angefertigt hat und auf einmal taucht das auf in diversen Klassengruppen und eskaliert weiter? Zu wem kann die gehen? Eltern fallen aus, weil sie entweder auch noch nicht digital mündig sind. Auch die Unterstützungsstrukturen an Schulen, Vertrauenslehrer, Schulsozialarbeit sind oft nicht die allererste Wahl, was auch damit zusammenhängt, dass wir eben oft ein Handyverbot, ein Unsichtbarkeitsgebot an den Schulen haben. Und viele Schüler haben da Hemmungen zu sagen, ich habe hier ein Problem, du bist kompetent, hilf mir. Was bleibt da? Die Jugendlichen klären das unter sich, die fragen rum, kann mir jemand helfen? Und nicht jeder hat das Glück, kompetente Freunde oder Mitschüler zu haben, die mit Rat und Tat beiseite stehen. Und wir mit den digitalen Helden wollen genau diese Wahrscheinlichkeit erhöhen. Deswegen, das ist dieser Klicker, der immer eins zu weit hüpft. Deswegen haben wir, genau wie es im Intro gesagt wurde, ein Konzept erarbeitet, mit dem wir Schüler der 8. und 9. Klasse fit machen, ausbilden rund um den respektvollen und bewussten Umgang mit dem Internet. Und dieses Wissen soll kein exklusives Geheimwissen bleiben, sondern wir geben denen Vertrauen und sagen, ihr seid die besten Botschafter für dieses Thema in den Stufen 5 und 6. Geht hin, macht einen Klassenbesuch, erzählt glaubwürdig von euren Erfahrungen, was ist voll cool, aber auch bitte Vorsicht an dieser Ecke. Und das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn ich alter Sack in die 5. Klasse gehe. Die Vision, die wir bei den digitalen Helden haben, ist ganz kurz und bündig zusammengefasst, dass wir Schulen und Familie helfen wollen, digitale Kommunikation bewusst und kompetent zu nutzen. Wir verstehen uns also nicht als Verbieter, Neinsager, sondern wir sagen, digitale Medien können sehr nützliche Werkzeuge sein, aber wie beim Messer muss man eben lernen, wie man damit umgeht. Und ich hoffe, diese Vision spricht einige von euch an, dann besonders aufmerksam in den nächsten Minuten.
Wie kam es zu dem Konzept? Wie gesagt, Ende 2010, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, da gab es eine Plattform, die hieß iShare Gossip. Und da wurde aufgerufen, hier kannst du endlich mal anonym lästern, Gerüchte verbreiten. Und das war wie ein Forum geclustert mit allen Regionen und Städten in Deutschland. Für jede Schule gab es eigene Unterforen. Und da wurden dann Fragen diskutiert, wie welches Mädel in der Stufe 7 ist denn jetzt die größte Schlampe? Und da wurde auch mit Klarnamen diskutiert, rauf und runter. Und das war das erste Mal so, meinem Gefühl, dass die Schule in Form von Schulleitern, von anderen Beteiligten einen Einblick bekommen haben, wie groß die Kommunikation im Netz ist und wie verletzend sie sein kann und dass es eben nicht ein getrenntes digital, privat, das passiert zu Hause, hat mit dem, was in meinem Klassenzimmer passiert, nichts zu tun. Diese Haltung ist sehr, ja, ungesund und auch schädlich vielleicht sogar. Und da haben wir uns zum Ziel gemacht, an Schulen Medienbildung fest zu verankern, Ansprechpartner zu installieren. Und das Team, was angetreten ist, eben Erziehungswissenschaftler, auch die Dame links im Bild, Beate Kremser, vielleicht hier einigen in der Region auch bekannt, die wohnt in Langen, sehr aktiv im Infocafé Neu-Isenburg. Und Angelika Beranek, mittlerweile Professorin in München für Medienbildung. Dann in der Mitte der Herr, das ist Florian Borns. Der kommt eher aus der Kommunikationsbranche und dann haben wir auch einen Medieninformatiker im Kernteam und das war für uns eine sehr gesunde, mehrfache Perspektive auf die vielen Themen, die sich eben als junger Mensch in dieser verrückten Internetwelt so stellen. Und das Konzept haben wir so im Nebenberuf angefangen mit 5 Schulen 2013 und mittlerweile sind wir eine voll funktionstüchtige, gemeinnützige GmbH und sind selber angestellt bei uns, haben auch unser Team erweitert. Bei der Gelegenheit auch viele Grüße an Birte Frei, die vielleicht hier auch viele noch kennen von Quäntchen und Glück früher. Und wir haben sehr viele engagierte Kollegen dazu bekommen und das brauchen wir auch, denn unser Wirkungsradius, der hat sich stetig verbreitert. Im Hintergrund sieht man die Zahlen aus den letzten Jahren. Es kamen immer Schulen dazu und eine Sache hat uns am Anfang leichtes Kopfzerbrechen bereitet. Nämlich die Skalierung. Wie kann man denn bitte Präsenzveranstaltungen skalieren? Gar nicht. Und deswegen haben wir unser Konzept auch auf einen Online-Kurs ganz schnell ausgerichtet. Und mit diesem Online-Kurs bekommen wir einen anderen Zugang zur Schule, als es zum Beispiel die Projekte Medienscouts, die auch gerade schon genannt wurden, haben. Und damit es da keinerlei Missverständnisse gibt, wir sind an Wirkung interessiert. Wir freuen uns über jede Schule, die auch Medienscouts hat. Wir haben, wie gesagt, nur ein anderes Konzept, was manchmal den Bedürfnissen von Schulen vielleicht noch mal einen Tick näher entgegenkommt. Wie läuft denn so ein Jahr ab bei den digitalen Helden? Die Schule gründet also eine AG oder einen Wahlpflichtunterricht, bietet das an für Schüler der Stufen 8 und 9 und bekommt von uns einen Online-Kurs mit allen Materialien, die man so als Mindeststandard braucht und kann damit über das ganze Schuljahr hinweg sich auf unserer eigens gestrickten Online-Plattform mit Inhalten und mit einem Austausch zu anderen Schulen versorgen. Wir empfehlen dann, zur Mitte des Jahres das erste Highlight einzubauen, nämlich Klassenbesuche. Wir bereiten erstmal die Schüler im ersten Halbjahr vor, dass die A, Wissen aufnehmen und austauschen über die digitale Welt, dass sie sich über Präsentationstechniken Gedanken machen und das dann zum Ende des ersten Halbjahres, wo an vielen Schulen die Lehrer sehr freut sind, wenn jemand kommt und sagt, du, ich habe einen tollen, sinnvollen Inhalt für deine 5. und 6. Klasse, da sollen die dann hingehen. Danach sind sie auch Ansprechpartner für eben skizzierte Probleme und wir haben auch in dem Konzept vorgesehen, dass es Elternabende gibt, weil die digitalen Helden, die sollen dann wieder eine Brücke zu den Eltern bauen und berichten. In der 5. Klasse geht es richtig rund, im Klassenchat gibt es die und die Herausforderung und das können sie als Eltern tun, um ihre Kinder darauf vorzubereiten. Das hier ist ein Screenshot von unserer Lernplattform und wenn man einmal ganz sachte auf Lernen klickt, dann entfaltet sich auch das Menü. Ich glaube, es ist suboptimal zu lesen, deswegen werde ich das noch mal ein bisschen nachvertonen. Das ist quasi unser Inhalt, was wir im Mentorenprogramm anbieten. Es geht erstmal darum, sich als Gruppe zu finden bei den digitalen Helden. Warum bin ich hier? Was ist meine eigene Motivation? Wie arbeiten wir zusammen? Dann auch ein paar Inhalte rund um Smartphones, beliebte
Apps, Selbstdatenschutz, dann auch natürlich, was ist eigentlich Mobbing, ist ja ein Begriff, der furchtbar inflationär gebraucht wird, und auch Sexting, was sind da die Motivationen dahinter, warum machen Leute das, sind die alle krank, und nein, sind sie natürlich nicht, nur worauf muss ich achten, damit ich eben keine Probleme kriege, wenn die Fotos jemand anderes zu sehen bekommt, als ich das gerne haben möchte. Dann geht es auch nicht nur um technische Themen, sondern auch ganz viel um soziale Themen, nämlich wie mache ich denn Beratung, wenn ein Schüler zu mir kommt und sagt, hallo lieber digitaler Held, ich habe hier ein Problem. Wir sprechen auch über rote Linien, weil ein 14-Jähriger kann natürlich nicht einen Sexting-Fall der extremeren Sorte alleine handeln. Da geht es ja auch dann rein rechtlich gesehen um Kinderpornografie, und da müssen wir Schnittstellen wieder mit den Lehrern in den einzelnen AGs besprechen. Dann haben wir auch noch, was ich sehr spannend finde, einen Wunschthemenmonat, wo wir also sagen, hier haben wir einen Platzhalter für Themen, die du spannend findest, die aber noch nicht abgebildet sind. Wir haben über Urheberrechte und Musikmaterial produziert, über WhatsApp, den Klassenchat. Wir haben auch letzten Jahr Hass im Netz gemacht, und den Wunschmonat für dieses Jahr, den werde ich noch nicht verraten, da müsst ihr schon ins Programm kommen. So sieht das auf jeden Fall bei uns in etwa aus, der Online-Kurs. Wir versuchen mit kurzen Texten, mit vielen Videos und Aufgaben, die wir anbieten, eine linear geführte Struktur vorzugeben, weil wir auch wissen, dass das in der Schule eben mit vielen Ablenkungen so das freie Surfen ist. Und so ist also der Aufbau von unserem Online-Kurs im Großen und Ganzen. Und wer das noch mal ein bisschen genauer sich anschauen will, der kann liebend gerne auf unserer Webseite digitale-helden.de auf den Reiter Angebote gehen und dort dann mal beherzt auf den WhatsApp-Kurs klicken. Den Kurs haben wir nämlich komplett frei ins Netz gestellt als sogenanntes OER, Open Educational Resource, also freie Bildungsmaterialien, weil wir den Bedarf gesehen haben, jeder Schule, jeder Klasse eine Unterstützung anzubieten, die eben dringend nötig ist, weil jeder, der mit Schülern 5., 6. Klasse zu tun hat, selber Lehrer ist, der weiß, im Klassenchat, da geht es richtig rund. Und das heißt, die Lehrkraft, die kann den Kurs nutzen, stellt sich mit einem Whiteboard vor die Klasse, geht da einfach durch, stellt die Fragen, moderiert die Antworten und hat dann am Ende hoffentlich einen gemeinsam erstellten Regelsatz, um die Kommunikation im digitalen Miteinander besser zu strukturieren und zu reglementieren. Also da kann man einfach mal reingucken, vielleicht auch als neugieriges und lernwilliges Elternteil, da ein bisschen noch sich über die Probleme von vielen Kindern im Klassenchat informieren zu lassen. Jetzt aber haben wir endlich das Video in Darmstadt und in Frankfurt. Da schaut man ja liebend gerne die Hessenschau, und die haben mal eine AG besucht und wollten mal wissen, wie das so abläuft, und den Einblick will ich euch nicht vorenthalten. Sie hier, die Schüler der Klasse 8 an der Frankfurter Schillerschule, sind digitale Helden geworden. Sie kennen sich gut in der Welt der Smartphones aus und geben ihr Wissen an Jüngere weiter. Das wird immer wichtiger, denn eine einfache WhatsApp-Nachricht kann schnell der Anfang von Cybermobbing werden. Erfahrungswerte. Bei WhatsApp ist auch oft viel Beschimpfung, da provozieren auch also oft viele andere Kinder, sie dann einen beleidigen und man sich dann schlecht fühlt, obwohl man diese Person gar nicht kennt. Das soll an der Schillerschule verhindert werden. Die jüngeren Schüler werden von den Klassen 8 und 9 auf das digitale Leben vorbereitet. Vor allem im Umgang mit sozialen Netzwerken und ihren Chancen und Risiken. Auch wenn es die meisten Schüler unterdrücken oder gar nicht erst darüber sprechen wollen. Also ich bin ja selber eine Schülerin aus der 8. Klasse und bekomme selbst Cybermobbing mit, vor allem über WhatsApp. Die Hilfe kommt online, mit einem Internetkurs von den Menschen, die die digitalen Helden, also die Schüler, ausbilden. Kurse im Netz, von Handy-Einstellungen bis Elternabend, ist alles dabei im Video. Wenn ihr in WhatsApp seid, wie kann ich ausschalten, dass blaue Häkchen erscheinen, wenn ich eine Nachricht gelesen habe? Mobbing gibt es schon immer, aber jetzt ist es manchmal nur einen Klick entfernt. Beim täglichen Miteinander, das sich gegenseitig fragen, darf ich ein Foto von dir machen? Das empathische Verstehen von, wie Beleidigungen wirken, dass das nämlich richtig an der Psyche zerren kann, dass das mehr wehtun kann als eine richtige Backpfeife. Und das muss man Kindern und Jugendlichen versuchen, greifbar zu machen. An jeder deutschen Schule, behaupte ich, gibt es
Aktivitäten, die man als Mobbing bezeichnen könnte. Digitale Helden ist ein Präventionsprogramm, an dem 60 Schulen teilnehmen. Das Erfolgsrezept: Die Schüler bringen sich untereinander den Umgang mit Handy und Co. bei. Die Lehrer sind stolz. Die Schüler haben, wenn dann uns auch zum Teil was noch in dem Kurs mit beigebracht, haben natürlich von dem Online-Kurs gelernt, aber auch uns vieles noch gezeigt, was dann in dem Online-Kurs erklärt wurde. Und die Vermittlung der Schüler an die Schüler ist viel intensiver, die Kinder sind offener. Von Schüler zu Schüler geht eben besser. Viele Lehrer wissen wohl sowieso nicht, was in den Klassen-Chatgruppen so vor sich geht. Die digitalen Helden bereiten deshalb alle Inhalte für die Schulen komplett vor. Der Online-Kurs geht über das ganze Schuljahr, ist aufgeteilt in 8 Themenmonate und die Lehrer und Schüler bekommen darin Videos, Texte, Aufgaben für die Gruppe, für die Einzelaufgaben, auch ein paar Rollenspiele und klären die gemeinsam in der AG. Alle, die mitgemacht haben, werden ihr Handy bestimmt nicht weniger nutzen, aber ganz sicher bewusster. Digitale Helden eben. Mir gefällt das Video sehr gut, weil man ahnt zumindest, dass der Fokus wirklich auf den Schülerinnen und Schülern liegt. Wir bauen denen eine Bühne und sagen, du kannst Verantwortung übernehmen, du hast ein Wissen, was wertvoll ist und bitte hilf uns, das auch an die nächste Generation weiterzugeben. Und das ist ja leider, wie wir heute auch gehört haben, nicht Alltag an deutschen Schulen, dass man selbstbewusst als Achtklässler hingeht und sagt, ich kenne mich aus mit Telonym und anderen Apps, das will sonst keiner hören. Und genau deswegen bin ich sehr froh, dass wir vielen Schülern etwas Gutes tun können, aber auch viele Lehrkräfte sagen uns, dass es in den AGs oder in dem Wahlpflichtunterricht viel Spaß macht, weil auf einmal muss die Lehrkraft nicht mehr den Wissensvorsprung simulieren, heucheln oder sonst irgendwie, sondern kann sich hinstellen und sagen, hey, erklärt ihr mir das doch bitte. Was ist das Tolle an Snapchat? Warum diese vielen Filter und wie komme ich da überhaupt hin? Und es ist eher ein Miteinander-Lernen und das erzählen uns ganz viele Lehrkräfte. Das tut ihnen unwahrscheinlich gut, weil sie auch einen anderen Blick auf ihre Schüler kriegen. Auf einmal sind nämlich die Schüler, die sonst eher ein bisschen fragwürdig sind in ihrer Leistungsbereitschaft, blühen dabei auf und gehen voll in die Verantwortung und kümmern sich um die Jüngere und wirken so positiv auch auf das Schulklima ein. Wir glauben auch, dass dieses ehrenamtliche Engagement ein Muster für spätere Lebensabschnitte sein kann. Dass also ein Schüler, der in der 8., 9. Klasse gelernt hat, hey, ich kann etwas Sinnvolles tun, ich mache das gerne, ich freue mich, wenn ich jemandem Probleme erspart habe, dass der das vielleicht auch später noch in die Welt bringt. Vor allen Dingen wollen wir natürlich auch die Medienbildung im Stundenplan verankern und das ist zumindest ein erster Schritt mit den digitalen Helden. Und wir regen auch an über sich die Frage zu stellen, was passiert denn, wenn hier ein Nacktbild einer 12-Jährigen auftaucht? Wo gibt es Unterstützungsangebote? Wer ist zu informieren? Oder wie kann ich Intervention machen bei einem wirklich verhärteten Mobbingfall? Da versuchen wir Schulen auch zu sensibilisieren. Das Gleiche wie es brennt und jeder weiß, wo er zu stehen hat. Und das Gleiche wollen wir eben auch in der digitalen Welt realisieren. Und ein Format, was wahrscheinlich hier bei der Zielgruppe auf viel Gegenliebe stoßen wird. Barcamps veranstalten wir in vielen Regionen. Das heißt, wir haben auch einfach eine Veranstaltung und sagen, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, was sind eure Themen? Was habt ihr gelernt? Was wollt ihr diskutieren? Was wollt ihr präsentieren? Und dann werden die Themen am Tag selbst zusammengetragen und die Schüler und Schülerinnen sind eigenverantwortlich in den Sessions und auch wir Erwachsenen und die Lehrkräfte machen da ganz große Ohren, wenn diese Barcamps laufen. Ja, dann ganz kurz zumindest der Form halber. Wir sind mit dem Kultusministerium insofern verbandelt, dass der aktuelle Ministerpräsident der Schirmherr für Hessen ist. Die Kollegen und Kolleginnen dort sind auch dem Projekt positiv zugewandt in Form von, sie haben mal eine kleine Evaluation gemacht, die positiv war. Sie helfen uns, ein Kommunikationsmaterial der analogen Art an die Schulen in Hessen zu versenden. Das sind zumindest wertvolle Grundlagen, Unterstützung, die wir bekommen. Und ein Gedanke, der dazu aber gehört, ist, wir sind keine staatliche Institution. Wir sind ein sogenanntes Sozialunternehmen, eine gemeinnützige GmbH und versuchen also Wirkung als höchstes unserer Ziele zu betrachten. Uns geht es gar nicht so sehr darum, maximal Geld zu verdienen, sondern das ist eher Mittel zum Zweck. Und das, den Zweck, den habe ich Ihnen ja mit der Vision vorgestellt. Und auch dieses Konstrukt,
Das merken wir. Wir hatten zum Beispiel eine Anerkennungspraktikantin, liebe Grüße an Marie, die hat erfolgreich abgeschlossen heute für ihren Bereich soziale Arbeit, ist jetzt staatlich anerkannt und die hat eine Schultour gemacht. Die ist an 10 Schulen von den 100, die wir in diesem Schuljahr hatten, gegangen und hat sich mit den Schülern unterhalten. Und ganz viele fanden es spannend. Sag mal, was seid ihr eigentlich da für ein Verein, für ein Konstrukt? Und dann die Botschaft, hey, die haben ein Problem gesehen, die haben gegründet, die finden das gut, du kannst auch die Welt verändern. Das bewirkt bei manchen Schülern und Schülerinnen etwas. Und deswegen wollte ich das nicht verheimlichen, dass wir eine gemeinnützige GmbH Sozialunternehmer sind. Gut, dann hat Pitt vollkommen zu Recht auch alle Eltern aufgefordert, noch neugieriger, noch lernwilliger zu sein und sich Impulse abzuholen, wie sie die digitale Herausforderung erstes Smartphone begleiten können. Und mein Beitrag dazu wäre, kommt vorbei in unsere Webinare, unsere Online-Seminare. Wir machen so 1-2 jeden Monat. Natürlich geht es dann auch, jetzt gerade unsere Anmeldephase läuft, um das Mentorenprogramm an sich, aber wir haben auch sehr spannende, plattformbezogene Webinare. Wir hatten zum Beispiel über Schönheitsideale auf Instagram einen sehr guten Input. Wir haben auch schon mit Schülern und Schülerinnen über Snapchat und die Faszination dahinter Angebote gemacht. Das erste Smartphone ist jetzt auch im nächsten Monat, im Juni, wenn es dann nämlich kurz vor den Sommerferien losgeht mit was kaufe ich meinem Kind zum Start des neuen Schuljahres. Also da einfach mal auf die Webseite kommen. Kostet auch kein Geld. Man kann von zu Hause mit einem Glas Rotwein im Pyjama mitdiskutieren über einen Chat und ein paar Impulse sich abholen. Man kann auch einige Videos von uns, zum Beispiel die Aufzeichnung von den Online-Seminaren, auf unserem YouTube-Kanal sehen. Und man kann mich auch fragen. Soweit. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Danke, Gregory. Die Macht wieder zurück. Bevor noch Ungutes passiert. Vielen Dank. Wir haben eine letzte Anna für euch. Hier vorne, Anna. Haben wir auch ein Bild? Der Livestream darf niemanden sehen, aber hören. Hi. Hi. Ich hätte eine Frage. Wie reagiert ihr denn darauf, dass bei WhatsApp eine höhere Altersfreigabe mittlerweile ist? Also das ist... die Eltern waren entsetzt, als ich ihnen das erzählt habe. Also... Und ich weiß selber nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, also das ist eine neue Info aufgrund der europäischen Datenschutzgrundverordnung, die ja jetzt Ende des Monats auch final greift. Und das heißt, WhatsApp hat das Alter auf 16 Jahre hochgestuft. In der Praxis hat das aber erstaunlich wenig Bedeutung, weil ganz viele Schüler und Schülerinnen sowieso die App sich installieren, ohne sich schriftlich von den Eltern das Okay abzuholen, so wie es in den AGBs gefordert wäre. Aber wir geben diesen Fakt natürlich gerne mit und lassen das auch diskutieren. Macht das Sinn, erst mit 16 auf WhatsApp zu kommen und die 10-Jährigen würden sagen, nein, ich bin alt genug. Die 12-Jährigen, die sagen dann schon eher, ja, vielleicht geht auch 14, bisschen abwarten. Aber das ist eher eine Botschaft an die Eltern. Es gibt Altersgrenzen, woher die kommen, ist da auch gar nicht so wichtig. Und das heißt, beschäftigt euch damit, was eure Kinder auf dem Smartphone haben und nehmt die Einflussmöglichkeiten wahr, weil Eltern sind heute immer noch die größten und prägendsten Vorbilder, auch wenn sie das vielleicht bei dem Thema gar nicht so wahrhaben wollen. Weitere Fragen? Hier rechts, sehr gut, aufmerksam machen. Hallo, ja, ich glaube, die letzten Zahlen waren so um die 100 Schulen. Was ist sozusagen der Flaschenhals? Also warum nur 100? Ja, das ist eine hervorragende Frage. Warum nur 100? Also, wir skalieren Stück für Stück. Wir haben gelernt, dass wenn man große Ambitionen hat, man auch ein Fundament bauen muss. Und das heißt, wir haben jetzt angefangen, auch unser Team zu vergrößern, dass wir mehr Support machen können, dass wir noch mehr Inhalte produzieren können. Und wir setzen aktuell auch wirklich auf eine Art Graswurzelbewegung. Diese Mundpropaganda, die auch schon angesprochen wurde, dass sich gute Angebote an Schulen rumsprechen, die hat uns zu den 100 Schulen auch verholfen. Wir sind auch in 8 Bundesländern, also da tut sich auch was und wir versuchen auch mit politischen Entscheidungsträgern natürlich gemeinsame Sache zu machen und einen anderen Hebel zu realisieren. Nur das ist immer eine Geduldsfrage und es gibt ja auch immer Legislaturperioden, wo wenn du gerade mit einem warm geworden bist, der dann wieder abgewählt wurde etc. Aber jetzt, wo wir eine bessere Infrastruktur haben, werden wir auch mehr in Marketing und in Akquise quasi geben. Wir schicken jetzt zum Beispiel an alle weiter für den Schulen in Hessen, ein Infobrief vom Hessischen Kultusministerium und wir hoffen, dass es viel mehr als 100 Schulen im nächsten Jahr schon werden. Wir sind bereit.
Danke, danke. Wer mag noch? So kurz vor Schulende wird doch keiner noch eine Frage haben. Ich würde auch gerne dein Wir sind bereit mal nochmal schön nachklingen lassen. Das war einfach ein Vielen Dank, Gregory. Dankeschön. Danke euch. Vielen Dank. Danke. Gut. Ich mache mich ab. Sagt nochmal Danke auch an die Kollegen, die das hier organisiert haben. Genau.